Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 14 von der Klausur Sommersemester 2022 an. Für einen Stahlbetonbalken gelten die unten angegebenen Werte für das Biegemoment im Feld und über der Stützung. Ermitteln und wählen Sie für beide Fälle die erforderliche Bewährung. Also hier haben wir einmal fürs Feld das Moment vorgegeben und für die Stützung. Statische Höhe soll für beide Fälle 50 cm sein, 10, 30, 37 ist gegeben. Und wir haben hier den Querschnitt für das Feld und für die Stützung gegeben. Und das jeweilige B-Effektiv, das müssen wir also nicht bestimmen, das können wir so annehmen. Ich habe es jetzt mal so gemacht, dass ich das FCD nicht ausgelesen habe, sondern berechnet habe. FCD wissen wir ist 0,85 mal FCK. Das heißt hier mal 30 durch 1,5 kommt raus 17,0. Das hätten wir aus einer Tabelle ablesen können. Dann bestimmen wir das μEDS. μEDS ist immer MED durch B mal D Quadrat mal FCD. Und das B kann B effektiv oder B sein. Da muss man überlegen, wo man gerade ist. Ja? Ob man an der Stützung oder am Feld ist. Und ich bestimme jetzt als erstes μEDS fürs Feld. μEDS fürs Feld ist auf jeden Fall oben Druck. Ja, wir haben hier Druck. Das heißt, das ist unsere Druckzone. Der Rest ist gerissen. Rein theoretisch trägt hier der Beton nicht mit. Und damit setzen wir natürlich B-Effektiv als Breite an. Das heißt, das Moment von 150 Kilonewtonmeter, wir machen das in Meganewton, also 0,150 Meganewtonmeter, durch die Breite von 2,9 Meter, statische Höhe 50 cm haben wir gesagt, zum Quadrat FCD haben wir mit 17 berechnet, kommt raus 0,0169. Jetzt gucken wir, liegt die Druckzone, also ist das X tatsächlich in der Platte, ne, wir haben hier die Annahme getroffen, nulllineare Platte, ist die tatsächlich korrekt. Dafür bestimmen wir das X zu D. Und das können wir aus den Omega-Tafeln ablesen. Ja, die Omega-Tafeln für μEDS von 0,0169. Wir liegen also zwischen diesen beiden Werten. Und das X zu D liegt also zwischen 0,03 und 0,044. Jetzt interpolieren wir. Wir haben dann 0,03 plus 0,044 minus 0,03. Und wenn ich bei den Omega-Tafeln interpoliere, dann kann ich die beiden Zahlen einfach weglassen und nehme die 0,69. Also einfach das beides rausstreichen. Das funktioniert aber nur, weil die Differenz hier in der Omega-Tafel hier immer 0,01 ist. Okay, das heißt, wir haben dann hier 0,0397. Damit können wir das x berechnen, also das x zu d 0,0397 mal die statische Höhe von 50 cm. Kommen wir auf 1,98 cm. Das heißt, wir haben ausgerechnet, die Druckzone ist im Grenzstand der Tragfähigkeit tatsächlich nur 1,98 cm, damit deutlich kleiner als 20 cm. Unsere Annahme, dass die Nulllinie in der Platte liegt, war also korrekt. So, dann können wir auch das Omega bestimmen. Da interpolieren wir zwischen diesen beiden Werten. Also 0,0101 plus 0,0203 minus 0,0101 mal wieder die 0,69, ne, sind 0,0171. Und damit können wir dann die Bewährungsmenge AS1 bestimmen. Das ist 1 durch Sigma SD oder FYD mal Omega mal B mal D mal FCD plus, ist allgemein gehalten, plus NED. Wir haben keine Normalkraft, das heißt für uns fällt das plus NED weg, wir brauchen also auch keine Klammer. Das heißt einfach AS1 durch 1 durch 435 mal Omega 0,0171, statische Höhe 50 cm. Ja, erstmal die Breite 2,09, B-Effektiv ist es hier wieder, statische 0,5, FCD 17,0.
Wir haben jetzt alles in Meter gerechnet, deswegen rechnen wir mit 10 hoch 4 um und kriegen 6,98 Quadratzentimeter. So, das machen wir jetzt noch für die Stützung, also Mühe DS Stützung. Und hier ist es so, dass die Druckzone hier unten liegt. Da müssen wir jetzt auch die Druckzone nicht bestimmen, weil wir haben auf jeden Fall als Breite die 30 cm, die wir da ansetzen müssen. Das Moment ist 200 kN, das Minus ist uns egal. Ja. Wir setzen es nur wieder in Megajoule ein, also 0,200. Breite 0,3, statische Höhe 0,5, FCD 17,0, kommt raus 0,1569. Damit können wir dann wieder Omega bestimmen, 0,1569. Wir liegen also zwischen diesen beiden Werten und Omega zwischen diesen beiden Werten. Also 0,1638 plus 0,1759 minus 0,1638 mal 0,69 kommt raus 0,172. Damit können wir AS2 bestimmen. AS2 ist dann wieder 1 durch FYD 435. Omega 0,172, Breite diesmal nur 30 cm. Statische Höhe 50 cm. 17,0 ist unser FCD. Wieder zum Umrechnen mal 10 hoch 4. Und wir bekommen 10,08 Quadratzentimeter. Und jetzt wählen wir noch die Bewährung. Wahl der Bewährung. AS1, AS2. Dafür gehen wir nochmal ins Skript. Und dann sehen wir, wir müssen einmal 6,98 größer wählen. Da habe ich mich für die 7,70 entschieden, das heißt 5 Durchmesser 14. Und einmal größer als 10,08. Da habe ich, weil das hier ist es fast die 10,08, also wenn man das rundet, haben wir 10,1 stehen. Ich habe 5 Durchmesser 16 genommen, auch wenn es hier nur 10,05 sind. Das reicht aber, da wir statt 435 auch einen etwas größeren Wert ansetzen dürften. Von daher passt das. Also haben wir hier 7,70 Quadratzentimeter. Das sind 5 Durchmesser 14 und hier haben wir 10,05 Quadratzentimeter. Das sind 5 Durchmesser 16. Ja, also diese minimale Unterschreitung, wenn wir das aufrunden, sind hier 10,1 und hier 10,1. Das passt, ne, weil wir hier vorne rein theoretisch noch einen etwas größeren Wert ansetzen dürften. Nicht viel, aber minimal größer.